unter die ganze Kraft. Er wird eine Bohrmaschine machen. Es sind die Werkzeuge angetrieben. Die Werkzeuge, die wir benutzen, sind entweder pneumatisch, also mit Luft, so wie jetzt die Bohrmaschine, oder eben hydraulisch. Dafür ist sie nicht. Dafür ist sie auch unter Wasser dann auch dementsprechend funktionieren und funktionieren müssen. In allen Tiefen sind die natürlich auch etwas schwerer. Also wie man das sieht, die Bohrmaschine wiegt doch auch 11 bis 12 Kilo. Und wenn man da sehr mal eine ganze Stunde bohrt, dann ja, weiß man, was man gemacht hat. So, kommen wir mal zu unserem Taucher. Martin ist heute der den kurzen Beißer gezogen hat. Und heute tauchen die muss, oder da, je nachdem, wie man sieht. Und wenn wir uns den Martin angucken, der hat einen schwarzen Wollanzug runter. Das ist der Unterziehanzug. Den gibt es jetzt, den er jetzt hat, ist die Sommerversion. Die ist etwas dünner, die ist auch für den Winter, dementsprechend etwas dicker. Hat einmal die Funktion als Kälteschutz, weil die Wassertemperaturen sind doch ein bisschen was anderes als hier oben an der Oberfläche. Und zudem, wenn der Anzug oder wenn der Taucher auf Grund geht, drückt der Wasserdruck den Anzug, also die Ausrüstung zusammen. Und der Unterziehanzug verhindert, dass sich bei einer Faltenbildung die Haut dazwischen klappt und dann schon blaue Flecken bekommt. So, mit dem Anzug, den er jetzt reingestückt ist, ist ein Neopren Konstant Volumen Trockenanzug, 8 mm Neopren. Ist er jetzt schon mit den Händen reingestückt in die Armanschaft. Bei guter Pflege und wenn man die auch richtig umlegt, dann sind die wasserdicht. Als nächstes schüttet man seinen Kopf in die Halsbandschette rein. Und bis zu der Stelle war das die einzige Möglichkeit, oder waren es die einzigen Handgriffe, die der Taucher alleine machen kann. Aber jetzt wird er nur noch gefeuert. Einmal mit der Reißverschluss zugezogen, ebenfalls bei guter Pflege. Und wenn er mit dem Signalband oder mit dem Taucher anzieht, nicht verkracht hat, wird der Reißfuß auch ganz zugezogen. Wenn es Ärger gibt, dass man den Zentimeter offen muss, dann ist es nicht. Die Finger gerade, das ist frischer Kuchenstück. Können wir gleich hingehen lassen. So, als nächstes kommt das Neck. Das Neck ist die Verbindung vom Anzug zum Helm. Die Manschette wird einmal komplett umgelegt. Dann kommt die Halsmaschine vom Anzug nochmal drüber, ebenfalls umgekrempelt. Und jetzt ist die ganze Verbindung wasserdicht. Als nächstes kommen die Fußgewichte dran. Ein so ein Fußgewicht mit 2,5 Kilo. Im Gegensatz zur Sporttaucherei haben wir ganz selten irgendwelche Arbeiten, wo wir mal mit Flossen arbeiten. Deswegen generell bei uns immer Fußgewichte dran. Einmal, damit wir das Gewicht haben, um unten auf Grund zu bleiben und dann auch für die Orientierung des Tauchers. So, als nächstes kommen die Handschuhe dran. Wir tauchen generell immer mit Handschuhen, denn in den Gewässern, in denen wir arbeiten, sieht man nichts. Egal, wo man da hinfasst, meistens sind es an die Spundbänden oder an irgendwelchen Pfählen, die sind mit Muscheln bewachsen, sie trocken aus dann, wenn man nachher vielleicht mal sehen, wenn man was nicht hochbringt. Und die sind ziemlich scharfkantig. Wenn man da mit langen Händen anfasst, hat es meistens aufgeschrieben zum Schutz. Wir haben hier so ein kleines Spiel nachher auch geworden, wenn wir das mal ausprobieren. Das sind Handschuhe, Neoprenhandschuhe, mit denen wir dann arbeiten. Im Winter sind die natürlich ein bisschen dicker. Da haben wir dann nur 5 mm und dann 3 Finger quasi mit raus. So, als nächstes, damit wir nicht so lange sitzen müssen, nicht doch. Damit die Schifffahrt weiß, dass hier getaucht wird. Werden Signale gesetzt. Als erstes setzt Ronny mal die Flagge Alpha. Die Flagge Alpha bedeutet für die anderen Schiffe, hier werden Arbeiten im und am Wasser gemacht. Sog- und Wellenschlag vermeiden. Also müssen die Schiffe mit Rücksicht an uns vorbeifahren, weil die auch nicht wissen, arbeitet der Taucher jetzt auf Grund oder arbeitet der im Wasserbereich? Kann er zwischen Schiff und Bier beraten, deswegen werden die Seezeichen gesetzt. Als nächstes setzt Markus Ball, Rhombus, Ball. Das bedeutet für die anderen Schiffe, die sind ein Manövrier- und wie das Fahrzeug. Sie liegen ja hier an der Kante und können nicht mal eben schnell weg. Gerade wenn wir einen Taucher haben, müssen wir, wenn wir uns bewegen wollen, die Taucher erstmal aus dem Wasser holen. Deswegen werden die Zeichen gesetzt. Das ist das Tageszeichen. Nachts sieht man natürlich die schwarzen Wellen nicht.
da werden dann Lichter gesetzt. Rot aus Rot untereinander sieht man bei uns am Mast, da sind wir die beleuchten. Rot aus Rot bedeutet genau dasselbe wie bei der Großbaltkarte. So, wir tauchen in völliger Dunkelheit. Das ist natürlich für die Taucher, müssen wir das dann so einfach wie möglich machen, wie kommt der Taucher zu seiner Stelle, wo er arbeiten muss. Da wird einfach ein Grundgewicht gesetzt, das heißt ein Gewicht mit einer Leine. Wir setzen uns, oder wenn wir irgendwo an der Schleuse arbeiten müssen, fahren wir mit dem Schiff dahin. Dann wird ein Grundgewicht gesetzt, und man braucht nicht gleich, der meistens das Gewicht an. Der Taucher guckt vor dem Tauchgang noch einmal, wo ist jetzt das Grundgewicht, wo muss ich mich da ranhangeln, wo muss ich da langlaufen. Wie orientiert sich ein Taucher unter Wasser? In den Bauwerken, in denen wir tauchen, gibt es immer irgendwelche Kanten oder Schienen oder Ecken, woran der Taucher langlaufen kann. Und das Grundgewicht wird an solchen markanten Stellen gesetzt. Geht der Taucher an der Leine auf Grund. Wenn er auf Grund ist, sucht er sich eine markante Kante oder Ecke, je nachdem, oder dort jetzt den Ort, wo er arbeiten muss, und dann sitzt er. So, als nächstes. Oh, Mann, ich habe schon ins Wasser jagen. Als nächstes kommt die Weste. Das ist unsere sogenannte A-Weste. Einmal dazu, um die Gewichte aufzunehmen, die wir beim Tauchen brauchen, und die Reserveluftflasche. Die Reserveluftflasche hat ein Volumen von 10 Litern und die wird mit dem Kompressor wird da ganz normale Atemluft, also wie wir sie hier in die Umgebung haben, reingepumpt. Und wenn wir 10 Liter mit 200 Bar gefüllt haben, haben wir da 2000 Liter Luft drin. Reicht für die Taucher locker für eine 5 Stunden, 20 Minuten, je nach Bestimmung, je nach Tauchtiefe. Und das reicht locker zum Auftauchen. Dann haben wir hier, sehen wir hier ein paar schwarze Plätzchen vorne an der Weste. Das sind die Gewichte. Im Augenblick hat Martin da 2 Stück von bei. Ein Gewicht wiegt 5 Kilo. Also haben wir jetzt 10 Kilo an der Weste da. Unten sind nochmal 5 Kilo für den Fußgewicht. Die Flasche wiegt auch nochmal 15 Kilo. Das sind wir jetzt mittlerweile schon. Bei 30 Kilo. Da sehen wir noch mehr Taschen, also da kommen noch mehr Gewichte rein, je nachdem, was wir von der Arbeit machen müssen. Wenn der Taucher auf Grund arbeitet, soll er dann nicht aufspielen. Deswegen kommt da teilweise mehr Gewicht rein. Da werden jeweils die Gewichte mit aufpolizieren. Der Taucher wiegt dann ungefähr 100 Kilo, wenn er hier oben an der Oberfläche langläuft. Ja. Aber unter Wasser ist alles leichter. So, wichtigste Ausrüstung sehen wir noch an der linken Seite, hängt einmal dran am. Genau, das ist das Messer. Das ist nicht, wenn er da unten sich den Tisch angelt und den da unten zubereitet, sondern wenn der Taucher sich irgendwo verfängt, dann kann er sich selber befreien, kann die Leine eben durchschneiden oder im Extremfall Stoffleine kappen, was wir nie hoffen sollen. Hier vorne sehen wir noch einmal ein Ventil mit einem gelben Punkt. Das wird gleich mit dem Helm verbunden. Der Anzug ist ein konstant Volumenanzug. Der Taucher hat jederzeit die Möglichkeit, mit dem Einlassventil seinen Anzug mit Luft aufzupumpen. Arm. Sehen wir noch ein zweites Ventil, wo Luft rein muss, kommt natürlich auch Luft raus. Das ist das automatische Auslassventil. Entweder er hebt den Arm und die Luft kommt dann von alleine raus, oder er betätigt die und kann einfach drauf. So, jetzt wieder der Helm. So, wir haben jetzt gerade gehört, der den Helm anhebt, sagt Warschau Helm. Hat nichts damit zu tun, dass es nur eine Hose ist. Das kommt einfach aus der Schifffahrt. Das heißt, wahrnehmen und schauen, heißt so viel wie Achtung. Nur damit der Taucher Bescheid weiß, alles klar, jetzt kommt der Helm, guck nicht nach oben, sonst kriegst du das Ding auf die Nase. Und jetzt werden sämtliche Schläuche, die noch am Helm sind, mit den entsprechenden Ventilen verbunden. Die Reserveluftflasche wird jetzt gerade geöffnet, dann kommt das erste Kommando. Das ist ein moderner Anzug, was das? Ach so, das ist kein alter. Reserve ist offen. Jetzt weiß der Taucher, alles klar, alles ist angeschlossen. Kontrolliert der Taucher nochmal seine Reserveeinrichtung und sagt dann Reserveeinrichtung oder Reserve gecheckt, Hauptluft kann auf. Und jetzt wird der Helm mit dem Hauptluftsystem verbunden. Wir tauchen in der Brusttaucher etwas Schlauch versorgt, haben eine Luftbatterie hier oben. Das sind 54 Liter Flaschen. Wenn wir nochmal mit 200 Bar gefüllt sind, haben wir jetzt ca. 40.000 Liter Luft zur Verfügung, mit denen der Taucher locker über den Tag zu fahren. So.
Alles gecheckt, Hauptluft ist an, sagt der Taucher, Hauptluft liegt an, Helm dazu. Jetzt wird der Helm geschlossen. Und jetzt ist das ein autonomes System. Jetzt kommt er nicht mehr in die Umgebungsluft, sondern hat man nur noch unseren Luftvorrat hier an Bord. So, alles geschlossen. Jetzt wird nochmal eine Endkontrolle gemacht. Alle Ventile werden nochmal kontrolliert, alle Schlauchverbindungen, alle Sicherungen, alles getestet. Jetzt zieht einen Klaps auf den Kopf und zieht dann die Hand ins Wasser. Langsam kommt hier. So, dann stellt er sich nochmal hin. Seiner Blickkontakt zum Signalmann. Schlauchleine ist alles okay. Und dann geht's ab ins Wasser. Der Taucher taucht sofort wieder auf. Nächster Check, der kommt. Kontrolliert nochmal, läuft irgendwo Wasser rein, ist irgendwas undicht, ist es nicht. Geht's abwärts. Ihr habt gehört, jetzt kommt das Kommando, Taucher sinkt. Ja, Taucher sinkt. Da wir den ja jetzt nicht mehr sehen, und der Taucher uns ebenfalls nicht, werden alle Kommandos, die vom Taucher kommen, werden hier von Deck wiederholt und genauso umgedreht. Dann wird der Taucher irgendwelche Anweisungen geben, wiederholt ihr das ebenfalls. Einerseits weiß dann der Taucher alles klar, die Telefonkonnection ist noch vorhanden. Und wir wissen noch, die Taucher geht auch nicht mehr. So, er taucht jetzt an, geht auf Grund. So, und sobald er auf Grund angekommen ist, sagt er uns das natürlich. Taucher auf Grund, ja. Dann setz dich mal auf Grund, guck dir mal alles ein bisschen an und guck mal, ob du etwas da unten findest. Und beschreib nachher mal, wenn ich wieder zu dir komme, wie es da unten aussieht. So, wie wird man eigentlich Berufstaucher? Berufstaucher ist kein Lehrbetrieb, sondern das ist eigentlich eine Fortbildung. Grundlage dafür, um das lernen zu können, ist ein handwerklicher Beruf. Wenn man die hinter sich hat, sucht man sich einen Taucherlehrbetrieb. Und dann kommt nochmal eine Weiterbildungszeit von 2-2,5 Jahren, in der Taucher oder der Lehrling dann 200 Tauchstunden absolvieren muss. Zusätzlich noch Lehrgänge mit Tauchmedizin, Tauchphysik, ein bisschen Mathematik, damit er die Grundlagen hat von dem, oder die Grundlagen versteht von dem, was jetzt beim Tauchen alles mit ihm passiert. Wie lange kann man als Taucher arbeiten? Eigentlich so lange, bis man seinen Gesundheitscheck kriegt. Wir müssen jedes Jahr einmal zur Gesundheitsuntersuchung, die sogenannte GA30, und dort wird alles durchgecheckt. Wir haben eine Belastungsliga-Sehung, einen Funktionstest, singen, hören. Und wenn man den dann besteht, bekommt man die Gesundheitsuntersuchung für ein Jahr und dann kann man wieder ein Jahr lang arbeiten. Danach geht es wieder hin zum Arzt. So, wir werden mal den Mann mal gucken, was der da unten macht. Dass es nicht langweilig wird. Mali, erzähl mal, wie es da unten aussieht und hast du da unten schon was gefunden? Ja, also. Ja, du hast es nicht gesehen, es ist sehr schwierig und du hast ein paar Steine gefunden. Wie erwartet ist es dort unten ziemlich finster, ziemlich dunkel und er sagt, der Untergrund ist sehr schlittig. Er war jetzt schon an der Spundwand einmal gucken, hat ein paar Steine und ein paar Muscheln gefunden. Gibt es denn Interessenten, die gerne ein paar Muscheln hier vom Hafenbecken mit nach Hause nehmen möchten? Immer, ja, sehr schön. Gut. Martin, wir haben hier ein paar Interessenten, kannst du deine Sammelsurium an Fundstücken mit hochbringen und dann kannst du auftauchen. Mit der Ausrüstung, die wir hier benutzen, mit der kann man eine Tauchtiefe von 55 oder bis zu einer Tauchtiefe von 55 Meter tauchen. Und wir hier in Bremerhaven haben eine Einsatztiefe von maximal 25 Meter. Das ist bei Hochwasser am Containerterminal wird das erreicht, aber die Haupteinsatztiefe, in denen wir arbeiten, sind so zwischen 8 und 18 Metern in den Schleusen. Wie lange kann man dort unten bleiben? Unsere Tauchzeit, Arbeitszeit richtet sich nach der Tauchtiefe.
bis 10 Meter, kann man 3, 4, 5, 6 Stunden unter Wasser bleiben. Alles, was dann übergeht, wird es über die Austauchtabelle, über unsere Austauchtabelle gegeben. Bis 12 Meter haben wir eine Grundzeit von 165 Minuten. Grundzeit heißt, der Taucher kann unter Wasser arbeiten oder unter Wasser seine Zeit verbringen und kann dann ohne Stopp wieder bis zur Wasseroberfläche auftauchen. Natürlich kann er auch länger tauchen, nur dann muss er einen Sicherheitsstopp von 3 Meter machen, muss dort 5 bis 7 Minuten warten in der Tauchzeit und dann kann er erst aus dem Wasser kommen. Die Grundzeit reduziert sich dann mit zunehmender Tiefe, weil bei 50 bis 15 Meter haben wir dann eine Grundzeit nur noch von 80 Minuten und bei 18 Meter haben wir dann eine Grundzeit nur noch von 50 Minuten. Vader-mäßig, von der Luft her. So, Taucher ist wieder draußen, jetzt wird der Helm geöffnet. Wichtigste Handgriff gleich zu Anfang, Helm öffnen, dass der Taucher sofort mit der Umgebungsluft wieder atmen kann. So, und jetzt das Ausziehen geht genau in der umgekehrten Reihenfolge. Es werden alle Verbindungen gelöst. Reserve ist zu. Alles wird entlüftet. Wir arbeiten hier bei völliger Dunkelheit. Wir haben keine Sicht. Sobald der Taucher den Kopf ins Wasser steckt, sieht er nichts mehr. Hier im Hafenbecken, ihr habt gesehen, der gelbe Helm, der war noch schön die ganze Weile zu sehen. Hier haben wir so circa 20 bis 30 Zentimeter Sicht. Das lohnt schon ein Träumchen. Draußen werden wir in der Revisa tauchen oder in den Schleusen, da sehen wir gar nichts. Wie kommt das? Das Watt ist hier prima vorgelagert und mit Auflaufen, Ablaufen, Wasser, wir haben den Sediment mitgenommen, dass man mit Wasser gar nichts sieht. Wenn man sich vorstellt, wie ein Nebel, wie macht da keine starken Scheinwerfer an, regelt auch nicht, weil wenn man ein Nebel das Licht anmacht, sieht man auch nichts. Und genauso ist es unter Wasser. Wir haben die Möglichkeit, am Helm eine Lampe festzumachen, wenn wir die anmachen, das ist auch manchmal, dass die anders beruht. Wie kann man da unten arbeiten? Hat solche Sachen wie Bohren oder mit der Kettensäge, Holzsäge oder sowas alles? Da muss man sich gut orientieren und die ganzen Arbeiten kommen rein über unsere Hände. Nur mit Tasten und Tieren werden die ganzen Arbeiten erledigt. Und wenn man dann hört, dass wir unsere Maße, die wir nach oben bringen, von irgendwelchen Vermessungsarbeiten von Schienen oder sonst irgendwie, dass wir da Sachen bis auf einen Millimeter genau messen und die Ergebnisse so bringen, ja, schon nicht schlecht. Damit das funktioniert, müssen wir uns natürlich Hilfsmittel bauen. Hier zum Beispiel haben wir, wenn wir irgendwelche Speichen messen müssen, haben wir hier einen Messkeil. Der ist stufenweise aufgebaut. Alle zwei Meter hier hat eine Stufe. Und wenn er den dann in den Speich reinschiebt, schiebt er den so weit, wie er in den Messkeil runterpasst. Markiert sich die Stelle und dann brauchen wir nur rausziehen. Dann messen 2, 4, 6, 8, 8 mm ist dann der Spalt und dann kann das Ergebnis nach oben. So, das war ein kleiner Auszug aus unserem Arbeitsalltag. Man hat sich schon raus und schon rausgezogen. Und haben wir bestimmt abgefordert. Wer gerne Austern bekommen will, wir hatten sogar schon eine letztes Jahr, da waren wir alle drin. Also, sonst war es das vielleicht für uns. Hier meine Tochter, aber ich bin mal hier.